Hi, das hier ist natürlich nicht echt. Das ist nur eine Art Metapher, würde ich mal sagen, aufgrund dessen, dass ich gerne an den nächsten Schritt denke, bevor der erste überhaupt beendet ist. Und in dem Fall wollte ich darüber reden bezüglich der Decke. Es ist nämlich nicht verwerflich oder so, schon vorauszuplanen und so weiter, weil das erleichtert natürlich dann, oder wenn man vorher genau plant, hat man am Ende ein besseres Ergebnis. So meine Ansicht der ganzen Thematik. Deswegen, viele sagen entsprechend, bei Neubauten verzichtet man immer irgendwie, die Decken abzuhängen. Klar, im Obergeschoss wird es halt ein bisschen runterkommen, weil da haben wir dann entsprechend die Dachbalken und dann werde ich da die Folie drauf tackern, wo dann die Dämmung oben drauf kommt und darunter entsprechend dann solche, ich denke mal 40x60er Latten Verstrebungen machen, gekontert natürlich, um nochmal Deckenhöhe zu gewinnen und die Kabel dazwischen hinführen zu können und alles Mögliche. Und ich brauche entsprechend für die Spots mindestens 4 cm Einbautiefe und für die Quadrallautsprecher um die 9,2 cm Einbautiefe. Und deswegen denke ich an eine Einbautiefe von 10 cm mit Gipskartonschichten und alles Mögliche im Obergeschoss. Und Erdgeschoss hingegen gibt es ja zwei, es gibt drei Varianten. Bei meinem Schwager haben wir über Rohfußboden die ganzen Leitungen verlegt, werde ich nicht nochmal machen. Und dann ist die Frage, über die Filigrandeckenplatte zu verlegen. Da muss man auf jeden Fall alles an einem Zug machen und keine Leitung vergessen. Es sei denn, man macht die im Nachgang entsprechend nochmal neu auf dem Rohfußboden oder über der abgehangenen Decke und so weiter. Und in meinem Fall ist eine abgehangene Decke tatsächlich richtig schick. Natürlich ist es halt mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Wir gucken uns gleich von Knaufsystemen nochmal an, was es da alles gibt im PC. Des Weiteren habe ich bei Gipskartonplatten aber entsprechend die Möglichkeit, auch im Erdgeschoss beispielsweise mit solchen Sammelhaltern zu arbeiten, welche ich an die Decke ranmache und alle Leitungen da entsprechend reinmachen kann. Dann klack und dann ist es fest, die Leitungen kommen nicht runter. Oder mit solchen Sachen hier, habt ihr auch bestimmt schon gesehen, oder solche Flügel hier als Sammelhalter oder Kabelklammer oder wie auch immer man das nennen möchte. Und das ist es nämlich. Dann hast du die Möglichkeit, alles zu sehen, alles schön die Durchbrüche durch die Wände zu machen, die Leitungen über die Decke verlegen und so weiter. Und im Nachhinein hast du da die Möglichkeit, noch Leitungen hinzuziehen, falls du was vergessen hast und so. Und erst wenn dann die Gipskartonplatten kommen, dann ist der Finish, dann wird da noch gespachtelt und dann gestrichen und alles. Aber du hast die Einbautiefe, du verlierst etwas an Deckenhöhe, aber du hast auch die Möglichkeit, solche LED-Profile mit einzuarbeiten in diversen Zwischenräumen zwischen den Gipskartonplatten und auch diverse Lichteffekte machen und auch solche, ich sag mal, lichtdesigntechnische Sachen an der Decke, was sich auch zur Wand noch hinzieht mit LED-Leisten und so. Da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Varianten und du wirst es auf jeden Fall in der Filigran-Deckenplatte nicht irgendwie reinschlitzen, um da eine Leiste einzuarbeiten und solche Sachen. Deswegen bin ich auch auf eure Kommentare gespannt. Ihr könnt natürlich auch mit urteilen, was soll ich machen, in welcher Form soll ich was machen und dann nehme ich mir auf jeden Fall ein Beispiel dran. Viele sagen 2,60 Meter Deckenhöhe beibehalten, alles über Filigrandecken verlegen, für Spots und Lautsprecher entsprechend in die Filigrandecke vom Beton weg solche Dosen einbauen lassen, die man am Ende überspachtelt und dann eine Schlagschnur macht und dann die Spots und Lautsprecher und so weiter aussägt in der Größe, wie man es gerne hätte. Gibt viele unterschiedliche Variationen. Deswegen, wir fahren mal eben nach Hause und dann gucken wir uns die ganze Thematik mal am PC an. So, das Ding ist, jetzt bin ich nämlich am Überlegen, ob wir tatsächlich das komplette Erdgeschoss einmal abhängen oder ob ich die Deckenhöhe so beibehalte. Wenn man sich entsprechend das so anguckt, vom Ansichten und Grundriss-Dachgeschoss-Schnitt, dann können wir ja sehen, dass wir 16 cm von Rohfußboden bis Fertigfußboden haben, dann 2,22,5 m bis Unterkante Fenstersturz und dann nochmal 37,5 m bis Unterkante Filigrandeckenplatte. Das wäre insgesamt von Fertigboden 2,60 m. Und hier von Rohfußboden bis Unterkante Fenster 87,5, dann 1,38,5 m bis Oberkante Fenster und dann nochmal 50 cm bis zu diesem Dachbalken prinzipiell.
Und wenn man da 16 cm Rohfußboden bis Fertigboden abzieht, kommt man auch entsprechend auf seine 2,60 m. Hier werde ich sowieso dann auf die Dachlatten dann Folie machen und dann entsprechend nochmal Verlattung und nochmal Konterverlattung, um dann entsprechend so und so viel an Deckenhöhe zu gewinnen. Bisschen Spiel hat man noch, weil die Folie sich ein bisschen reindrücken lässt. Also da wäre es auf jeden Fall ganz gut. Ich sag mal 6 cm, nochmal 6 cm. Nee, falsch. Das ist ja die Breite des Holzes. 4 cm, nochmal 4 cm. Bist du bei 8 cm Deckenstärke und dann nochmal 2 cm Gipskartonplatten, glaube ich. Dann hast du deine 10 cm und dann passt da auf jeden Fall auch alles rein. Und du verlierst im Obergeschoss eh dann die 10 cm an Deckenhöhe. Erdgeschoss ist die Frage. Brauchen wir jetzt 2,60 Meter Deckenhöhe oder reichen uns 2,50 Meter Deckenhöhe prinzipiell? Macht man sich am Ende die ganze Arbeit, um die Abhänger zu machen und die Gipskartonplatten zu machen und die Zwischenfugen zu spachteln und ringsrum noch mit Acryl zu machen und das Ganze zu malern, die Löcher aussägen und so? Oder lässt man das vom Betonwerk entsprechend machen? Lautsprecherbox da, Spotbox da und dann oben verrohren, die ganzen Leitungen über Filigrandecke, ein paar Löcher durch die Betondecke und so weiter machen und so weiter? Das ist die Frage entsprechend. Wir wissen prinzipiell, hier ist ja Garage und dann kommt hier 6 Meter Garage und dann eine Trennwand, dann hier Abstellraum mit einer Tür nach innen. Und die Wand hier würde ich nutzen zwischen Flur und Badezimmer, um da entsprechend zum Obergeschoss hochzugehen. Und prinzipiell sehen wir ja im Erdgeschoss. Ist schon so eine Zeichnung, die ich erstellt habe. Sieht man auch die Maße, 6 Meter und dann kommt nochmal 2,40 Meter Innenwand vom Abstellraum, dass ich dann mit der Trasse hier über die Tür gehe und dann hier einen Durchbruch durch den Flur durchmache. Und da könnte ich prinzipiell dann mit Abhängern arbeiten, die ganzen Leitungen schön bündeln, für alle Räume machen, hier einmal schön abhängen. Und dann hier für WC reingehen, nach unten senkrecht schlitzen für diverse Schalter oder was da auch immer hinkommt, über Decke, direkt über Filigrandecke, über die Gipskartonplatten und so weiter. Das wäre halt übelst gut, aber wäre halt auch mit sehr, sehr viel Arbeit in Verbindung. Und viele sagen, im Neubau macht man entsprechend keine abgehängten Decken, gerade wenn es sich um einen Neubau handelt. Deswegen bin ich auf eure Meinung komplett gespannt. Ich habe mir auch schon diverse Unterlagen bei Knauf runtergeladen. Da haben wir einmal die zwei Varianten, entweder Direktabhänger oder Schnellabhänger. Direktabhänger bis 12,5 cm kann man abhängen, kannst da aber entsprechend doch bei 10 cm hinmachen und den Rest hochbiegen oder abschneiden. Und von der Seite entsprechend die Profile aus diese Ständerwerkprofile, in dem Fall CD-Profile oder für Holzlattung 50 cm Breite. Kann man so oder so machen. Holzlattung ist günstiger, aber Holz ist nicht so gerade. Aber man spart Geld. Im Privatgebrauch meistens Holz, aber man kann tatsächlich auch mit Metall arbeiten, wäre auch kein Problem. Und die Schnellabhänger sagen, die Leute sind sogar noch besser, Drahtöse. Und dann gibt es die Varianten. So sieht das Ganze mit den Direktabhängern aus. Du hast einmal ein UD-Profil, welches du hier an der Wand dran machst. Und dann hast du hier dein CD-Profil, welches du hier hin machst. Dann kommt die wird eingehakt, das Profil. Und dann gegebenenfalls kann man noch ein Konterprofil drunter machen. Muss man nicht in Privatzwecken und so weiter, aber kann man. Dann gewinnt man doch mal an Decken. Also gewinnt man an Platz. Aber halt an Raumhöhe verliert man dadurch, ganz normal. Und so ist das entsprechend. Hier Gipskartonplatten. Abstände sagen sie auch dann. Ich glaube, so um die sehen wir gleich tatsächlich. Aber das hier ist das Grundkonzept. Und von den Abständen würde das Ganze so aussehen. Abstand der Abhänger, circa 25 cm. Und dann hat man den Abstand der Grundprofile, das wäre 1,50 Meter circa. Und dann den Achsabstand der Tragprofile, die dann hier nochmal eingehakt werden und sich dann noch nicht verschieben. Da ist dann so ein cooler Trick hier, die werden so eingehakt und die werden umgebügelt und eingehakt und dann ist es in sich komplett versteift. Tragprofil direkt befestigen an Holz oder entsprechend dann der Betondecke mit dem Dübel von Knauf und den Schrauben.
hat man auch die Möglichkeit. So sieht das Ganze aus. Und da bin ich prinzipiell auf eure Meinungen gespannt. Sagt ihr, nee, leg alles über die Filigrandecke? Oder sagt ihr, mach eine coole Deckengestaltung, plan richtig nice und häng die um 10 cm ab und leg deine Leitungen über Sammelhalter entsprechend unter die Filigrandecke. Und dann kann man die auch sehen und jederzeit noch diverse Sachen nachschieben. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!